Der DPW Germany ist ein Verband für berufstätige Frauen in Deutschland mit 1800 Mitgliedern und als Initiator des Equal Pay Day eines der führenden Frauenverbände und international weltweit aktiv in über 100 Ländern mit gut 30.000 Mitgliederinnen. Wenn Frauen zusammenkommen, so wie hier, merkt man plötzlich, wie viel Power da ist, wie viel Energie da ist, etwas zu bewegen und zu verändern. Und jetzt ist es an der Zeit, diese Energie umzusetzen in Aktionen und etwas draus zu machen. Netzwerke sind absolut wichtig. Netzwerke sind das Um und Auf und deswegen finde ich es wunderbar, dass die Frauen sich besonnen haben und es kein Gegeneinander, sondern ein Miteinander gibt. Das ist die Grundlage des weiblichen Erfolges und sie brauchen Beharrlichkeit, sie brauchen an sich selber Glauben. Sie müssen einfach wissen, was sie können und das auch hinaustragen. Dann funktioniert das. Ihr alle aufs Herzlichste willkommen zu dieser BPW-Dachtagung in schönen Lindau am Bodensee. Heinrike von Platen, schönen guten Morgen. Herzlich willkommen, Sie alle hier, liebe Business and Professional Women, liebe Gäste, liebe Herren. Ich freue mich sehr, dass Sie zu dieser Dachtagung angetreten sind und sich mit dem Thema Herausforderungen, Notwendigkeit oder Zumutung zu Frauen in der Wirtschaft heute mit uns auseinandersetzen möchten. Wir sensibilisieren, wir helfen den Frauen. Leider ist es ja noch nicht so. Leider muss eigentlich jede Frau für sich alleine kämpfen, damit sie zu ihren Rechten kommt, damit sie weiterkommt. Wir helfen dabei, wir sind ein Netzwerk, wo man sich gegenseitig unterstützt, aber auch gemeinsam Aktionen plant, um unsere Rechte einzufordern. Wir machen die Frauen in der Wirtschaft. Und das ist ein wunderschönes Beispiel für eine rhetorische Frage, denn die Antwort ist wiederum eine rhetorische Frage. Wer nicht? Ja, der BPW gibt mir die Möglichkeit, mich mit anderen auszutauschen, dass man netzwerken kann, Kontakte knüpfen kann und ja, auch mal Rat hat von anderen. Für mich ist BPW ein wichtiges Netzwerk, um Frauen mit gleichen beruflichen Zielen kennenzulernen, sich austauschen, Erfahrungen auszutauschen und schauen, wie wir weiterkommen. Man muss seine eigenen Lobbys bilden, man muss seine eigenen Netzwerke aufbauen, wenn man die Themen voranbringen will, die einen beschäftigen und die man nach vorne bringen möchte. Ein weltweites Netzwerk mit der Möglichkeit, sich einzubringen, mit der Möglichkeit, Feedback zu bekommen, mit der Möglichkeit, Feedback einzufordern, um eben mitzukriegen, worin bin ich gut, worin überzeuge ich, um dann auch in die Wirtschaft, das in die Wirtschaft hinauszutragen. Da können wir, denke ich, A, von BPW lernen und B, auch unser Image. Wir sind in Deutschland sehr unbekannt und ich denke, dass das auch hilft bei uns, um eine größere Bekanntschaft innerhalb von Deutschland zu bekommen. Und es sollte auch eines unserer großen Monkey abbauen helfen und das ist, dass Frauen untereinander nicht so gut zusammenarbeiten können wie Männer untereinander. Und wenn wir jetzt nicht das reden und uns unsere Rechte nehmen, ich weiß nicht, wann wir sie dann bekommen. Wir müssen mit einer Stimme reden und diese Stimme muss laut werden. BPW Germany steht für die paritätische Besetzung von Aufsichtsratspositionen. Dafür sind wir Mitinitiatorin der Berliner Erklärung, zusammen mit 6 Verbänden, 6 Parlamentarierinnen. Wir wollen das also eindeutig. Wir stehen dafür, dass eine Quote kommt, unabhängig davon, ob das nun 30, 35, 40% sind. Es geht uns im Grunde genommen darum, dass wir eine paritätische Besetzung erreichen. Nicht unter 40, nicht über 60% eines Geschlechts. Und dann sind wir happy und dafür tun wir alles und unterstützen auch alle anderen Verbände, die hier aktiv sind.